Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen, lieber Kurt, zu einem weiteren Teegespräch. Ich freue mich sehr darauf. Und ja, bei den Teegesprächen, wie immer, die Einladung auch direkt wahrzunehmen, direkt auch sozusagen den Tee symbolisch mit zu trinken. Und ja, die heutigen Themen hat der liebe Kurt vorbereitet. Es sind drei Stück zur Auswahl und ich bin gespannt, was denn gleich ausgewählt wird. Ich habe ja die Qual der Wahl. Lieber Kurt. Also, ich habe die drei Themen ausgewählt: Leben als Meister, konfliktfrei leben oder mein natürliches Genie aktivieren. Leben als Meister würde ich gerne besprechen und bin gespannt, was du da auch wahrnimmst. Wir fügen es mal wieder in den Tee ein. Das heißt, wir haben heute einen Meistertee. Und ich bin gespannt, was sich da drin verbirgt. Zum Wohlsein. Ja, ich bin gespannt. Der Meister ist ja der, der schon einiges an Erfahrung gesammelt hat und da schon gut weiß, wie die Dinge laufen. Und die Gesellschaft oder das Gesellige ist ja der Einstieg. Da bin ich mal gespannt, vielleicht kriegen wir da auch noch ein paar Querverbindungen. Lieber Kurt, wie kannst du diese Frage wahrnehmen oder was sind deine Impulse dazu? Es ist ja unsere Aufgabe, zu leben als der, der wir sind. Und wir sind ja vollkommenes ewiges Sein, also Meister. Aber wir haben das vergessen. Und deswegen ist der erste Meisterschritt natürlich aufwachen und leben als der, der ich wirklich bin. Und der nächste Schritt ist dann, meine Lebensabsicht zu erkennen. Weshalb bin ich überhaupt hergekommen und die natürlich zu erfüllen? Und dann kommt ein Schritt, der dem Verstand schwierig erscheint, es aber in Wirklichkeit gar nicht ist, nämlich bewusst leben in der eigenen natürlichen Vollkommenheit. Das ist viel einfacher, als man denkt. Der Verstand macht daraus eine Technik, einen langen Weg mit vielen Schritten und ob ich das in diesem Leben erreiche. In Wirklichkeit ist das ein einziger Schritt. Können alle, die zuhören, zuschauen, jetzt gleich vollziehen und am besten für immer dabei bleiben, nämlich das, was ich tue, so nebensächlich wie es erscheinen mag, so vollkommen wie möglich tun. Das heißt, ich adle mein ganzes Tun durch die Vollkommenheit, mit der ich das tue. Und dann geschieht natürlich ein Wunder. Indem ich die Dinge vollkommen tue, ändert das mein Energiefeld, meine Schwingung, meine energetische Signatur und damit meine Zukunft, mein ganzes Leben. Das heißt also, indem ich bewusst eintrete in meine eigene natürliche Vollkommenheit, wird mein ganzes Leben immer vollkommener, bis letztlich mein ganzes Leben ein vollkommener Ausdruck der eigenen natürlichen Vollkommenheit ist. Und natürlich sollte ein Meister sich bewusst machen und sich entschieden haben, will ich mein Ego glücklich machen oder mich selbst? Die meisten Menschen versuchen nämlich, sich als Mensch glücklich zu machen, also ihr Ego. Und das ist nicht unsere Aufgabe, denn dann stellen sie im Alter fest, ja, ich lasse ja alles hier zurück, egal was ich erreicht habe, ich kann nichts mitnehmen, dann war mein Leben vergeblich. Während wenn ich Erfahrungen und Erkenntnisse gesammelt habe,
in der Zeit. Die sind Wirklichkeit, die kann ich mitnehmen. Dafür bin ich gekommen und deswegen sollte ich also ganz bewusst diese Entscheidung treffen. Und dazu sollte ich ständig mein So-Sein optimieren, damit ich eben eine meisterhafte Zukunft verursache. Und das fängt mit den ganz kleinen Dingen an, zum Beispiel, dass ich mir bewusst mache und erkenne, ich kann es mir als Meister nicht mehr leisten, auch nur schlecht gelaunt zu sein oder mich gar zu ärgern, weil das natürlich mein Energiefeld, meine energetische Signatur entsprechend verändert und damit verursache ich eine negative Zukunft. Und das geht als Meister natürlich nicht. Wichtig ist auch, worauf ich überwiegend meine Aufmerksamkeit richte. Der Verstand richtet unsere Aufmerksamkeit immer auf die Schwierigkeiten des Lebens, weil er sagt, okay, was in Ordnung ist, darum brauche ich mich ja nicht kümmern, aber da haben wir Probleme. Und was er nicht weiß, ist, dass er dadurch erst Probleme verursacht. Indem wir nämlich unsere Aufmerksamkeit auf die Probleme richten, verursachen wir Probleme. Und da müssen wir erkennen, wer führt mein Leben? Mein Verstand und damit mein Ego oder ich selbst? Und mein Ego macht sich ein ganz anderes Leben, als ich es machen würde. Und dann ist es gar nicht mein Leben. Und das genau erleben die meisten Menschen. Sie erleben gar nicht wirklich ihr Leben, für das sie gekommen sind, sondern sie erleben ein Ego-Leben. Und das sind erst einmal wichtige Schritte. Es gibt noch sehr viel mehr natürlich, können wir gleich noch besprechen. Aber das sind erst einmal die wichtigsten Voraussetzungen, um überhaupt wirklich die ersten Schritte zu tun als Meister. Ja, ganz wunderbar. Herzlichen Dank für die Impulse. Mir ist jetzt aufgetaucht in dem Moment. Also ein Thema, wie vorhin schon erwähnt, mit der Gesellschaft, die Weisheit der Sprache. Wir befinden uns ja in einer Gesellschaft, das heißt in einer großen Klasse von Gesellen. Und da machen manche dann den Meisterabschluss in dem Sinne. Das ist zum einen. Und die Voraussetzung hast du jetzt gerade schon genannt. Das heißt ja so schön, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Aber in dem Sinne, wenn die Erinnerung einsetzt, dass der Verstand ein Werkzeug ist, ein Werkzeug des Meisters und nicht der Meister selbst in dem Bezug. Wie würdest du das sehen? Wie wird der Verstand gemeistert, das Werkzeug? Also für mich ist der Verstand nicht das Werkzeug des Meisters, sondern das ist das Werkzeug des Egos. Der Verstand hat eine wichtige Aufgabe, nämlich wenn ich alles vergessen habe, meine natürliche Vollkommenheit, dass er Lebenserfahrung sammelt und mir hilft, mit dem Leben zurechtzukommen. Aber das Instrument des Meisters ist das erwachende Bewusstsein. Und in dem Moment brauche ich den Verstand nicht mehr. Für mich ist mein Verstand, so wie mein Körper, das sind meine Freunde, die haben ihre eigene Art. Der Verstand denkt, das brauche ich dem auch gar nicht abgewöhnen, das macht er weiter, der kann nichts anderes. Und dass der Körper fühlt und ich aber bin. So, und jetzt ist entscheidend, wer führt denn mein Leben? Der Verstand, wie bei den meisten, und der ist damit heillos überfordert, weil er eben nur eine begrenzte Lebenserfahrung hat. Während für das Bewusstsein ist das überhaupt kein Problem. Das nimmt ja wahr, was jetzt zu tun ist, und dann stimmt mein Leben und dann ist es auf einmal ganz einfach. Also das gehört natürlich zum Meister, dass der nicht mehr sein Leben vom Verstand bestimmen lässt, sondern vom Bewusstsein. Und dann erlebt er
dass es vollkommen gleich ist, in welchen Umständen ich gerade lebe. Viele sagen, ja, das sind ganz sicher wichtige spirituelle Erfahrungen, aber im Moment habe ich ganz andere Lebensprobleme, um die ich mich kümmern muss. Und sie vergessen, es ist ganz gleich, in welchen Umständen sie leben. Die können noch so schwierig, katastrophal oder gar aussichtslos sein. Das ist ohne jede Bedeutung, weil die Umstände sich ja in dem Moment ändern, wo ich eine neue Ursache setze als Meister. Und deswegen sollte ich mich nicht mehr als Meister von Tatsachen beeindrucken lassen, sondern Tatsachen sind einfach Sachen, die sind mal so getan worden, die können jederzeit anders getan werden. Und dann entstehen neue Tatsachen. Also für einen Meister sieht das Leben ganz anders aus und eben viel leichter. Und das beginnt immer mit dem Einfachsten, einfach alles loslassen. Und alles heißt alles, was das Leben nicht wirklich bereichert. Also zum Meister gehört, sein Talent zum Glücklichsein zu entwickeln. Und dazu sollte er sich natürlich mit den Gesetzmäßigkeiten des Lebens vertraut machen. Denn wenn ich das Spiel des Lebens erfolgreich spielen will, dann sollte ich die Spielregeln kennen und beherrschen. Und natürlich sollte ich die Identifikation mit der Illusion des Ich beendet haben. Wir brauchen ja nur mal hinschauen, wo ist denn eigentlich mein Ich? Also jetzt begegne ich mal meinem Ich. Und dann werde ich feststellen, da ist gar keins. Ich kann noch so sehr suchen, ich werde nirgendwo ein Ich finden. Aber als Meister komme ich natürlich, wenn ich mich von der Illusion des Ich getrennt habe und als bewusster Beobachter lebe, ganz von selbst, vom Denken zur Wahrnehmung. Und dann ist Leben ganz einfach. Dann bin ich im Jetzt, denn wahrnehmen kann ich nur jetzt. Und bin da, wo das Leben stattfindet, denn Leben ist auch nur jetzt. Ich kann nicht vorhin leben oder nachher. Und dann brauche ich nur jetzt schauen, was jetzt zu tun ist, tue das, was jetzt stimmt, und dann stimmt mein ganzes Leben. Dann brauche ich mir keine Gedanken mehr machen um die Vergangenheit, denn die heißt so, weil sie vergangen ist, die kommt nie mehr wieder. Also um die brauche ich mich nicht kümmern. Mich interessiert nichts, was länger als 3 Sekunden her ist. Das begegnet mir nie wieder. Und auch um die Zukunft brauchen wir uns keine Sorgen machen, denn die Zukunft entsteht im Jetzt. Und wenn mein Jetzt stimmt, stimmt auch meine Zukunft. Meine erlebte Realität ist nur ein Spiegelbild meines So-Seins. Und wenn ich stimme, dann muss der Spiegel Realität das widerspiegeln. Und dann stimmt auch meine Zukunft. Ja, wunderbar. Wunderschöne Ausblicke. Ich glaube, es ist noch wichtig, darauf hinzuweisen, dass, wie du gesagt hast, wenn das Gesellenstück noch nicht vollendet ist, das heißt, wenn immer noch der Verstand als Werkzeug benutzt wird, dass man gar nicht mal dran denken sollte, weiterzugehen, weil es funktioniert dann nicht. Das heißt, solange das Werkzeug Verstand noch in der Hand ist, sozusagen, und nicht das Bewusstsein, kann alles andere noch nicht funktionieren. Dann sollte man erst sich selbst vollenden in dem Sinne, dass ich als Aufgabe dann gelöst haben, das sind deine Worte, die ich jetzt wiederhole. Und erst dann beginnt die richtige Arbeit in dem Sinne. Erst dann hat man das Werkzeug, um auch im großen Werk da mitzuschöpfen, mitzumachen, ohne dass dann noch ein geselliges Ich dann entsprechend mitwirkt oder mitwirken will, weil es funktioniert so nicht. Also das ist, glaube ich, ein wichtiger Hinweis, weil ich spüre da auch immer wieder Tendenzen, dass es dann einen Versuch gibt, das zu machen als Person. Und es kann nicht funktionieren. Das kann nur zu seltsamen Ergebnissen führen. Und vielleicht kannst du aber auch dazu noch deine Beobachtungen teilen. Ich weiß, du siehst es ganz liebevoll und milde. Und
Wie würdest du das aber beschreiben auf diesem Weg zum Meister, wenn der Geselle da noch nicht so weit ist? Welche Hinweise hättest du für die Gesellen sozusagen, die noch am Verstand gehaftet sind oder vom Verstand geführt werden? Ja, du hast gerade keine Frage gestellt, sondern die perfekte Antwort gegeben, indem ich einfach die Identifikation mit meinem Verstand beende und lebe als bewusster Beobachter. Dann ist mein Verstand mein Freund, mein Körper ist mein Freund, die machen ihr Ding und ich lebe aus dem Bewusstsein. Denn der wahre Meister zeigt sich im Alltag. Und das heißt, leben und handeln ständig im Mastermind. Und im Mastermind-Leben heißt nichts anderes als bewusst online sein, eins sein mit der Quelle, dem Ursprung, dem einen Sein und aus diesem Einssein heraus leben. Das ist Leben im Mastermind. Und dann wird plötzlich das ganze Leben zur Meditation. Denn die geistige Übung, die wir manchmal machen und Meditation nennen, die einen Anfang hat und eine Dauer und ein Ende, das sind Spielereien für das Ego. Das tut gut, das ist in Ordnung, das ist ein Anfang, aber für den Meister bedeutet Meditation irgendwann einmal das Leben als Meditation zu erleben und nie mehr zu beenden. So. Und dann erlebt man in jedem Augenblick, was zu tun ist. Dann lebt der Meister bewusst in der Zeitlosigkeit des ewigen Jetzt, lebt bewusst in seinem wahren Lichtkörper, in dem er ja ohnehin die ganze Zeit lebt. Er kann ja da nicht raus, das ist er ja. Aber bewusst heißt eben, ich bin mir dessen wieder bewusst und lebe nicht mehr in meinem physischen Körper, sondern ich habe einen physischen Körper, ich habe einen Verstand, aber ich bin Bewusstsein in einem Lichtkörper. Und den aktiviere ich durch ständige Lichtatmung. Und da muss ich mir bewusst machen, Atmung bedeutet normalerweise für den Verstand eben ja durch Nase und Mund Luft atmen. Aber Bewusstsein, dass ich bin, hat keine Nase und keinen Mund. Es atmet mit der Oberfläche. Das heißt also, zwei, drei Atemzüge genügen, um mich vollzusaugen mit Licht. Und dann bin ich lichtvoll. Und das ist eben wichtig, wirklich lichtvoll zu leben. Und Meister zu sein, heißt vor allem natürlich, ein Liebender zu sein. Indem ich das jetzt erfülle, stimmt mein ganzes Leben. Und dann lebe und handle ich ständig als das eine Sein. Es ist das Erwachen aus einem langen Traum. Ich erkenne mich als Gott, der das Spiel des Lebens spielt. Und dann lebe ich als Meister. Ganz herzlichen Dank, lieber Kurt. Ich glaube, dann dürfen wir diese Meistermischung nochmal genießen. Und ja. Allen auch auf diesem Weg, der wahrscheinlich sehr kurz sein kann, durch die Erinnerung dann auch ja, direkt in die Meisterschaft zu kommen und dann zu genießen, das Leben, so wie du es jetzt so schön ausgeführt hast. Herzlichen Dank, lieber Kurt, für dieses Teegespräch und ganz liebe Grüße an alle Meister da draußen. Herzlichen Dank. Danke.